Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Hula Hoop kann Rückenschmerzen lindern. Das Hullern kann Spannungen im Rumpf lösen und die Muskeln im Bauch und unteren Rücken kräftigen. Ich habe 3 Übungen getestet, die angeblich Rückenschmerzen lindern sollen. Bei Rückenproblemen sollte man vorher immer mit dem Arzt sprechen. Die erste Übung finde ich tatsächlich noch mit am einfachsten. Die Beine sollten angewinkelt sein und leicht über die Schultern hinausragen. Das Becken nach vorne kippen und leicht in die Hocke gehen, dabei nicht verkrampfen. Der Reifen sollte mittig sein, auf welcher Seite ihr hullert, ist eigentlich egal. Die Arme kann man in den Bizeps-Mode bringen und dann, wenn man einigermaßen sicher ist und mehr Übung hat, kann man die Knie dabei strecken, also immer wieder hoch und runter kommen. Ich habe bei der Übung aber kaum was im Rücken gespürt. Ja, man merkt auf jeden Fall auch gerade, dass der Rumpf trainiert wird. Nach manchen Übungen hat man das Gefühl, man hätte was getan. Bei mir war das Gefühl nicht so intensiv. Diese Übung soll gut für den Beckenboden sein. Ich finde, die Durchführung ist einfach und für Anfänger geeignet. Fast jeder Mensch leidet mindestens einmal im Leben unter Rückenschmerzen. Es lassen sich spezifische von unspezifischen Rückenschmerzen unterscheiden. Spezifische Rückenschmerzen haben einen bestimmten körperlichen somatischen Auslöser, zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall oder eine Skoliose. Unspezifische Rückenschmerzen lassen sich dagegen nicht auf eindeutig krankhafte körperliche Veränderungen als Ursache der Beschwerden zurückführen. Nach neueren Forschungsergebnissen gelten etwa 85% aller Rückenschmerzen als unspezifisch, das heißt, die Ursache der Schmerzen bleibt unklar. Bei der zweiten Übung sind die Füße gefragt. Man twistet nach einer Seite auf, also Step, Twist, Step, Twist, Step. Twist. Der nächste Schritt wäre dann der Seitenwechsel mit den Händen, also man schubst den Reifen von Hand zu Hand. Hier braucht man Taktgefühl, aber auch eine gewisse Schnelligkeit. Mir fällt die Übung nicht einfach. Bei dieser Übung ist mir aufgefallen, dass der untere Rücken beansprucht wird. Mit etwas mehr Training klappt das auch sicherlich, aber es ist für mich keine Anfängerübung. Bei der dritten Übung hält man den Reifen außen fest und man hat die Hände auf 3 und 9. Kommt dann nach oben. Man twistet mit dem Reifen von links nach rechts oder von rechts nach links. Man twistet von der einen Seite zur anderen Seite. Der nächste Schritt ist dann, dass man noch weiter nach oben kommt und man geht dann zur Seite, also zu der einen Seite und dann wieder zu der anderen Seite oder von links nach rechts. Man sollte darauf achten, dass man nicht in den Hohlkreuz kommt und dann geht man nach vorne, man macht den Katzenbuckel zur Seite und dann nach hinten. Also man streckt die Arme weit nach hinten aus. Man kreist oder man dreht sich im Uhrzeigersinn, finde ich. Man sollte hier darauf achten, einen leichten Reifen zu nehmen. Also keinen Fitnessreifen. Man spürt ein sofortiges Ziehen in den Armen. Aber dadurch haben sich meine Nackenverspannungen doch etwas gelöst. Die erste Übung ist mit einem Fitnessreifen noch machbar, finde ich. Aber ab dann wird es schwierig. Und das sind 3 Übungen, die Rückenschmerzen lindern sollen. Ich glaube auch, dass diese Übungen effektiv sind, wenn man sie regelmäßig macht. Man sollte sich vorher immer ärztlichen Rat einholen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Probiert die Übungen gerne mal aus. Wir sehen uns sehr, sehr bald wieder. Bis bald!